Ja, wir kommen zurück und dann, ja, wollen wir mal gucken. You enter the palace and are quickly escorted to General Loanas Chambers. Ja, ganz gut getroffen, die Gute. As you enter, she rises from her seat by the fireplace and smiles warmly at you. Das sieht auf dem Bild aber nicht so aus. Ah, my champions, I am honored by your presence. Come and sit with me. There's a chill in the air this morning. I'm afraid I have distressing news to share with you. Solange du dich nicht so bekloppt anstellst wie die Ritter in den letzten Spielen, bin ich all ears. Once again, our beloved Kryn needs your aid. Ja, tja, was Wunder. The General stares sadly at the flames as she recounts her story. This is recorded as Journal Entry 54. It has been but a short time since you so valiantly helped us crush the Draconian Army. Und die Untoten Army danach. Yet such is the nature of these creatures that that to sever the head from the beast only invites it to grow another. My emissaries have reported that some Draconian scum may have survived and are ga again gathering to the south. We must know if this is true. Every day we wait is foolhardy, for the danger may be growing. But the good people of Palanthas deserve the hard-won peace they now enjoy. From time to time, I still see the shadows of old fears fleeting across their faces. I will not add to their troubles by letting this unproven rumor reach their ears. That is why I implore you, brave heroes, to hasten to Kaergoth and discover what truth there is in these fearful reports. Jo, das klingt irgendwie alles ein bisschen überlegter als so in der Vergangenheit. My friends, your mission is urgent. The lives of many may lie in your hands. Send me word of what you find and may Paladine be with you. Das ist er bestimmt. Allerdings nicht mit allen. Wir haben ja auch Leute, die nicht an ihn glauben. Egal. The city of Palanthas. Leave. You mount the steeds waiting for you and head south. The journey is uneventful, but you hear many rumors that confirm Lorana's fears. After several days, you approach Kaergoth. The air is thick with the stench of smoldering ruins, as tendrils of smoke rise above the forest. You dismount and approach the city cautiously. Na, das klingt ja alles nicht so gut. Haben wir hier Area? Haben wir. Ach ja, es gibt auch keinen Move-Befehl mehr. Das macht man jetzt sozusagen automatisch. Jetzt gehen wir hier mal schön durch den Wald und sieht alles ganz nett aus. Ah. Man fühlt sich tatsächlich ein bisschen wie in einer Oberwelt, nicht wahr? Man sieht da in der Entfernung die Stadtmauer. Gar nicht schlecht, Spiel, gar nicht schlecht. Ja, mal gucken. Gute alte Puts of Darkness Tileset. You come upon what was once Kaergoth and record your observations as Journal Entry 65. Das sieht aber nicht gut aus. Before you lies the smoldering ruins of Kaergoth. Everything is blasted and burnt. Once sturdy buildings are sagging and melted. Their stone runs like candle wax. Ah, geschmolzener Stein? Drachen, Igitt. The sickening odor of burnt carrions floats on the gentle breeze as vultures circle through the smoke. Then you notice the fuming pools of acid in the streets. Acid in the street. Ach so, Draconians have been here, ja. The only consolation is that some of them paid for the abomination with their lives. Ja. Na gut, dann gucken wir noch mal, was wir hier so sehen. A sobbing woman and a small child are attempting to dig graves for their family. Warn them? The widow turns with wrath in her eyes and sputters, "The dragons and their kin have destroyed our home and cruelly murdered our family. What more harm can they do, and where do you suggest we go to be free of their menace?" They turn back to their sorrowful task. Huge shadows skim over the ground. Giant shapes disappear over the treetops. Ich wollte euch doch nur helfen. Naja. Dragons descend around you. Well, well, you must be the owners of that lovely ship we with. We could have used that a few nights ago. Alas, it is useless to us now. And so are you. Mensch, Sie haben einen richtigen Sinn für Humor entwickelt. Ja.
Muss man das jetzt jedes Mal bei jedem Kampf? Na gut. Okay, hier haben wir drei Drachen und es sind große Drachen und sie haben die bekannten Hitpoint-Werte. Das sieht alles nicht gut aus. Dann, was macht man in so einem Fall? Feuerball. Achso, nee. So. Also jetzt mal ein bisschen hier dran gewöhnen, da wird bestimmt, das muss ich jetzt... Center nicht von alleine, ne? Nee, ich muss Center drücken. So, Target. Mal gucken, ob man die Soundeffekte irgendwie ausstellen kann, weil dadurch wird das Spiel ja doch extrem langsam. Ja, du bist schon mal tot. Das ist nicht gut. Autsch. Autsch. Gott, das ne. Ja. Okay. Dass der echt wie ein männlicher Mensch klingt, das ist ein bisschen schade. Na egal. 3000 Punkte. Okay, für drei Drachen kann ich mit leben. Hurra, wir können aufsteigen. Inventory? Oh, wir haben auch ein... Es gibt jetzt ein Inventory. Na super, das wird nicht mehr geheim gehalten. Das ist ja schön. Haben wir hier noch... The smoldering ruins of the blasted dwelling are deserted. Oh, toll. You discover the body of a slain boy. Do you bury him? Yes. So you lower him into a shallow grave. You notice that he was slain not by dragons, but with a sword. Okay. The vulture sits on the wall watching you. Das könnt ihr gerne machen. The walls of a destroyed home have crumbled inward amid the ashes and sort of an intensive fire. Aha, da haben wir den Hafen wahrscheinlich irgendwo. Ruins of a fine house have been scorched. What metal remains has been melted into molten puddles, which have since hardened. The blue dragon did this. The signs are unmistakable. In der Tat. The shrill cry of a feasting vulture rises above the ravaged city. You disturb vultures who were feeding on a corpse. They take flight. Das sieht ja alles nicht besonders gut aus hier. The wind whistles plentifully through the seared rubble. Ich will mal gucken. Save C. Nö, Exit. Ob ich zurück kann. Weil ich will natürlich nochmal aufsteigen. Bevor ich da zum Hafen gehe. Yes. Oh ja, das funktioniert. Das ist sehr gut. Fix gibt's auch noch. Rest. Okay, Exit. Hall. Und wie zu erwarten, kann er aufsteigen. Nehmen wir natürlich noch mit. Powered Kill. Moment, mal kurz ins Handbuch gucken, ob da... Weil der hat ja eine maximale Dingens... der wirkt nur gegen Gegner mit bis zu einer gewissen Trefferpunktzahl. Und das weiß ich aus dem Kopf nicht, wie viel das war. Magic. Spell Descriptions. Sekunde. Will instantly slay one or more creatures within the spell's range. The spell affects approximately 120 hit points worth of targets. Monster Summoning ist natürlich auch nicht schlecht, aber dann nehme ich doch Powered Kill. 120. Obwohl ja wahrscheinlich die relevanten Gegner wieder immun dagegen sind, aber trotzdem. Okay. Self-Current Game. Okay.
Moment, beginnen. Mal gucken, ob wir schon hier was erzählen können. You enter the palace and quickly escorted to General Lorna's chamber. This confirms my worst fears. Quickly return to Kergoth and find out the Draconian's plans. There is no time to lose. Okay, gut. Machen wir das. Several days. Oh, wow. Und wir sind nicht mal müde. Ja, super. So, wir kennen den Weg ja schon. Also das finde ich echt gelungen, dass man so durch den Wald guckt und dann in der Entfernung die Stadt mal ist. Das finde ich richtig gut. Sieht besser aus als in Eye of the Beholder 3. So, ja, dann gehen wir zum Hafen. The landscape is little. You see the tall mast of a ship rising near the harbor. Ja, da will ich hin. Was haben wir hier noch? Vandals have wrecked barrels and spilled grain in this warehouse. The burnt out office of the dockmaster. What remains is tossed in disarray. Ja, super. Suddenly a group of swarthy sailors brandish their swords. Looters, what do you want here? Answer carefully. Explain. One of the sailors steps forward. I'm Denor, captain of the merchant vessel Silver Shark. We arrived here late last night to find our city burned and ravaged. The few that remain here told us a terrible tale. This recorded journal entry 59. Hundreds of Draconians invaded, pillaging the town and impounding the entire fleet of ships. Only those who could steer the ships were spared. Everyone else either escaped or was slaughtered. Once they took what they wanted, a horde of blue dragons leveled the buildings and incinerated anyone trying to take refuge. The monsters then sailed out to sea, leaving this village a charred ruin. I can wait no longer. I must set sail and follow the loathsome beast. My sister Crusia is among those kidnapped. We have gathered what supplies we could and are ready to sail after these monsters. Your presence would honor us. Do you wish to join us? Ja, natürlich. Very well. Come, strangers. Our adventure begins. In der Tat. The captain and crew quickly set the sails of the Silver Shark and soon you are sailing north along the coast of Ancelin. Und in diesen ersten 20 Minuten ist schon mehr passiert als im halben Death Knights of Kryn, wenn ich ehrlich bin. Ich bin begeistert. Wirklich nett. You have hardly had time to get your sea legs before you hear the lookout yell, Wreckage of the starboard bow! That's one of the town's ships run aground. I'm going ashore to investigate. Will you join me? Natürlich. You quickly row ashore with Captain Denor. Soon you discover the area around the wreck is littered with human footprints, along with the tracks of Draconians. Na, großartig. You follow the trail up the beach to a cave halfway up the cliff wall. Wow, das sieht wirklich aus wie ein Cave. Ich stelle fest, ich kann mich echt an so gut wie gar nichts mehr erinnern. Deswegen ist das für mich jetzt tatsächlich beeindruckend. Verzeiht es mir. Ja, ich würde sagen, ich speichere jetzt nochmal. Und dann werde ich hier auch fürs Erste die Session mal beenden. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder hier in den Caves. Bis dahin. Tschüss.